Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei The Last Guardian. Ich kann es immer noch nicht fassen, wisst ihr das? Na komm her, Großer. Ich kann es immer nicht fassen. Ich habe über alles nachgedacht. Ich habe sehr, sehr viel über das nachgedacht, was wir gesehen haben, was wir erfahren haben und über die Bedeutung dessen, was wir gesehen haben. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass vielleicht gar nicht er The Last Guardian ist, sondern wir. Was ist denn, wenn wir es ganz mal so interpretieren? Die roten Augen. Oh, hallo. Diese roten Augen, die ja durch diese Apparaturen erzeugt werden. Diese Manipulation, behaupte ich einfach mal. Erfolgt ja eigentlich gegen den Willen unserer Kreaturen, oder? Ist das hier nicht der natürliche Trico? Wird er nicht manipuliert durch diese Apparaturen? Sind wir etwa vielleicht, ja, etwas ganz Besonderes, weil wir von ihm nicht gefressen wurden? Wir haben ja gesehen, dass diese Rüstungen ihn zurückgebracht haben. Aber haben sie gewusst, dass wir in ihm noch leben? Vielleicht zeigen diese Runen auf unserer Haut ja, dass wir etwas ganz Besonderes sind. Und werden die Runen nicht auch immer deutlicher, mit jedem Mal, dass er uns verschluckt? Wow, ganz ruhig. Vielleicht sind wir The Last Guardian, der Auserwählte, der fähig ist, diesen Kreaturen zu widerstehen, sie zu befreien von ihrem Joch, wenn man so möchte. Ich glaube nicht, dass Trico freiwillig so wird, wie er wird, wenn er in der Nähe dieser Apparaturen ist. Und er wurde auch festgekettet unten. Sie scheinen hier gefangen gehalten zu werden. Und manipuliert durch diese Apparaturen. Und noch was am Rande. Wir haben ja gesehen, dass Tricos Flügel eigentlich mal riesig waren. Genauso waren seine Hörner zerstört. Seine Hörner waren abgebrochen, wisst ihr noch, am Anfang. Und die sind nachgewachsen inzwischen. Achtet mal darauf. Auch die Statue hat abgebrochene Hörner. Trico regeneriert sich, glaube ich, mit jedem Fass, das wir ihm zu fressen geben. Also, es ist sehr komplex. Es wirft alles mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Aber es wurde ja auch gesagt von dem Mann. Hoffentlich ist er ein Auserwählter oder der Auserwählte. Ich schätze einfach mal, dass wir einer der wenigen sind, die diese armen Kreaturen hier von ihrem Zwang befreien können. Von ihrer Sklaverei, wenn man so möchte. Aber das sind alles nur Vermutungen und im Nachhinein wirft das alles mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Trico versteht schon inzwischen. Sind wir The Last Guardian oder ist er The Last Guardian? Momentan tendiere ich eher dazu, dass wir The Last Guardian sind, der Auserwählte, der eben nicht von Trico verschlungen wurde. Und die Hörner sind komplett nachgewachsen. Wo es wohl auch seinen Flügeln so gehen wird? Ich weiß es nicht. Komm schon, Trico, alles gut. Bin schon da. So. Und runter damit. Also ich habe echt viel über das nachgedacht, was geschehen ist. Und die Symbole auf unserer Haut werden auch immer und immer mehr. Werden immer deutlicher, seht mal. Schon wieder Gleise überall. Aber was genau sie bedeuten, ich verstehe es immer noch nicht. Allein auf den Fersen, seht mal hinten. Wie klar man sie bereits erkennt, die Symbole. Oh Mann. Okay, da kommen wir erstmal nicht durch. Ja, ich finde die ganzen Bewegungen, die ganzen Animationen, auch von unserem Jungen hier, so niedlich.
Alles gut, Rico. Wir finden schon weiter. Ein bisschen eng hier, ne? So, hier müsste irgendwas sein. Da oben vielleicht. Ja, da passt er nicht durch. Rico, das ist... Wow! Also, das ist wirklich sehr nett, was du da... Ach Gott, das ist... Und er macht echt die Augen zu. Seht's euch an. Das ist The Last Guardian. Sein Gesicht, sein Kopf alleine ist so unglaublich gut gemacht. Danke, Trico. Du unglaublich süßes Tierchen. Oh, Leute, Leute, Leute. Da war Trico aber nicht durch, beim besten Willen nicht. Also groß, groß gemacht, das kannst du noch. Ach, Trico. Und vielleicht sind ja alle so, diese Tiere. Sie sind vielleicht gar nicht böse. Sie sind manipuliert. Ah, hier kommt er nicht rein, oder er müsste hier wirklich komplett durchkrabbeln. Er wird aber auch immer... Wisst ihr, was ich meine? Er wird ja immer netter. Merkt ihr das? Anfangs war er doch noch so extrem zurückhaltend. Der wäre da niemals durchgekrabbelt. Boah. Oh, Trico, es tut mir leid. Du schaffst das. Drück und wühl. Oh nein! Bin ich gestorben? Hallo? Nicht schon wieder. Mann, es passiert aber nur noch Ungeschicke, oder? Trico? Trico! Hey! Trico! Oh Gott, ich sehe gar nichts. Rico! Rico.
Amerika? Hier, der. Der liegt komplett hier unter uns. So ein Mist, das darf doch nicht wahr sein. Wir müssen ihn irgendwie da hochholen. Er lebt auf jeden Fall noch, er atmet. Was war das? Liegt ein Speer, das gefällt mir schon gar nicht. Oh Gott. Trico! Wow! Trico! Nein! Lass ihn in Ruhe! Her mit deinem Helm! Ja, mit deinem Helm. Tschüss. Ich mach das, Trico. Der gehört mir. Mann. Trico, hey. Wir haben es geschafft, hey. Trico. Komm schon. Trico. Komm schon. Ich bin's, hey. Ach, Trico. Du lebst. Na komm, wow. Also seine Flügel sind noch immer nicht ganz regeneriert, oder? Aber seht mal, sie werden auch größer. Seine Flügel werden auch immer größer. Boah. Rico. Hey. Bitte lauf. Lauf, lauf, lauf. Wow. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Lauf. Trico, oder? Alles gut. Oh, Leute, ich will ein Stofftier von Trico haben. Und die Augen. Trico. Nein, die Augen. Trico. Dieser Turm. Es ist der Turm. Wisst ihr, was ich meine? Es ist der Turm, von dem damals oben die Wellen ausgingen, die ihn hergelockt haben. Ich glaube, von diesem Turm aus... Ah, ich verstehe schon, Trico. Ich mach das. Ich glaube, von diesem Turm aus hier... kommt die Manipulation.
Da müssen wir hoch. Da müssen wir hoch. Rico, du bleibst hier, okay? Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Du hast genug gemacht erstmal. Okay. Und hier kommen wir hoch. Soll ich das so verstehen? Ist aber schon Wahnsinn. Das Spiel ist wirklich der Wahnsinn. Das war gut. Das war eine Glanzleistung. Okay, jetzt gleich nochmal. Ich glaube, da müssen wir auf die andere Seite springen. Das geht auch ohne Probleme. Moment. So. Okay. Ihr merkt das, inzwischen geht die Steuerung auch gut von der Hand. Also es war anfangs echt fremd, weil es sich sehr kindlich, in Anführungszeichen, schwammig anfühlt. Aber eben gut umgesetzt, weil nein, es ist ein kleiner Junge. Wie alt mag der sein? 7, 8, 9? Dementsprechend erwarte ich hier auch nicht den großen Kletterkünstler. Umso besser wirkt es im Nachhinein. Okay, da wäre ich fast schon wieder runtergefallen. So geht's nicht. Seht mal, das Gebäude hier. Der Stein ist ganz anders. Material. Die sind die Symbole, die überall in dem großen Raum waren, in dem wir diesen Schild gefunden haben. Und dieser Schild hat im Nachhinein auch Trico manipuliert durch diese Blitze, wisst ihr noch? Ist hier vielleicht der Ort, von dem die Manipulation ausgeht? Also wie gesagt, das wäre auch eine der Optionen, was ich für möglich halte. Alles gut, Trico, ich finde schon einen Weg. Material her. Ganz anders. Seht ihr das? Eben ähnlich wie dieser Raum, in dem wir am Anfang waren. Alles gut, Rico. Ich werde die Augen entfernen. Und der wirkt doch gar nicht so einsturzgefährdet, so zerstört. Wisst ihr, was ich meine? Nahezu neu. Boah, ist das tief. Seht euch das mal an. Ist da unten Landeplattformen? Das ist ganz merkwürdig. Okay, und komm schon hoch da. Ganz komisch, das Material des Turms. Oh, wei, oh, wei. Und ihr habt auch gesehen, das Dorf ist definitiv ganz weit weg von hier. Trico hat uns entführt, gefressen und ist dann hier zurückgeflogen. In eine Art Vulkan, wenn man so möchte. Eine Art, ja, eine Tempelstätte inmitten eines Berges. Und in der Mitte befindet sich hier dieser Turm.
Und ihr habt auch gesehen, dass oben vom Turm aus diese Wellen kamen. Ich sag mal, wie Schallwellen, die eben Shrieko beeinflussen. Die eben auch von diesen kleinen Instrumenten ausgehen, die überall in Hallen zu finden sind. Shrieko wird meines Verständnisses nach manipuliert. Und da ist ein Fass da oben. Guckt euch das mal an. Was war da denn hin? Von der anderen Seite aus. Daher verurteile ich dieses andere Tier auch gar nicht. Vielleicht wird es wirklich manipuliert. Denn auch seine Augen haben so rot geleuchtet, wie genau wie die von Shrieko. Wenn er böse wird. Seht euch diesen Turm mal an. Aber grundsätzlich ist Shrieko ja nicht böse. Ja, ich will das Fass haben, ihr merkt das schon, ne? Shrieko, ich mach's sofort. Moment. Ich verstehe nicht, warum er da nicht. Ich denke mal, da kommen wir dann später hin zu dem Fass. Wir könnten Shrieko erstmal den Weg frei machen. Aber erstmal gehen wir nochmal zurück. Moment, bevor wir jetzt hier irgendwas voreilig machen. Ich gehe erst nochmal rum. Zurückseits des Gebäudes. Es sind überall diese Türen, seht ihr das? Und das sind, wenn ihr mich fragt, meine Theorie, Portale. Durch die diese Rüstungen überall hinkommen können. Denn überall sind diese Eisentüren, überall. Ohne Grund. Vielleicht Portale, um hier die Kontrolle zu übernehmen und zu besitzen. Weil, wie soll die Rüstung sich fortbewegen? Ihr seht das ja selber, hier ist ja alles zerstört. Okay, hier ist ein Schalter, aber ohne Shrieko, denke ich mal, kommen wir erstmal nicht weiter. Wir haben schon so viel erlebt inzwischen, oder? Wir sind so weit oben. Seht euch das mal an hier. Okay. Wollen wir mal die Augen aus dem Weg räumen. Nummer 1. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hä? Da kann ich nichts gegen machen. Es ist viel zu viel. Hört auf damit. Oh Gott, wo kommt ihr alle her? Ihr seht, alle kommen aus diesen Türen. Ich kann nichts machen. Ich trigger, wie ich kann. Es geht nicht. Ich kann nicht entkommen. Nein. Ich kann mich auch nicht bewegen. Shrieko. Ich denke... Nein. Lass mich los. Shrieko. Shrieko, komm schon.
Lauf, Trico, lauf! Flieg! Oh, Trico, komm schon! Nein! Du kannst fliegen! Komm schon! Ich muss das Tor öffnen. Ich muss in den Tod springen! War ein guter Sprung, ne? Ja, danke! Danke, liebes Spiel! Hier! Hebel, Hebel, Hebel! Schnell! Zieh! Zieh! Montrico kann fliegen, er kann es! Nein! Nein! Was? Nicht nachdenken, machen. Okay, ich hab schon verstanden. Wir dürfen nicht mehr nachdenken, wir müssen jetzt einfach handeln. Wow! Trico, komm schon! Da hat mir irgendwie... Ich glaub... Da hat Trico mir aber seinen Schweif nicht gegeben, ne? Ja! Schnell! Nein! Kletter! Speer entfernen, ich habe gerade andere Probleme. Lauf! Hier, Trico! Ich öffne das Tor für dich! So! Nein! Oh. Oh, du bist so süß! Was ist denn los mit dir? Soll ich springen, ja? Klapp mich? Dankeschön. Ach, du bist so süß, Trico. Wow! Meine Güte. Atisakyak yetu ninaf atrikono. Agiane hetiroi yo. Agatu ian. Ihetu nezuna. Arakulo kutiu. Otiana lisomakura le letu. Arake. Wir kommen da schon wieder hin. Ach, Trico. Er kann fliegen. Nicht vollständig, aber er kann fliegen. Wo sind wir denn hier? Schauen wir mal. Im Turm. Also die Türme sind alles andere als robust. Oder eben alt und sie waren mal robust. Okay, da geht es weiter nach oben. Ach, Trico. Boah. Ganz kurz. Die sentimentale Bedeutung dessen, was Trico getan hat. Habt ihr das gesehen? Er hat seine Angst vor den Augen einfach überwunden. Wahrscheinlich seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten haben diese Tiere... Angst.
Angst vor diesen Augensymbolen. Und Trico hat sie einfach überwunden, diese Angst. Wisst ihr, was das bedeutet für uns? Ach, seht mal hier. Nicht, dass der hier hochkommt, oder? Da unten steht er. Ob das Spiel mehrere Enden hat? Wenn meine Theorie stimmt und er regeneriert durch die Fässer Stück für Stück auch seine Flügel, dann wäre meine Frage, was passiert, wenn wir ihm so wenig Fässer wie möglich geben würden? Würde das auch ausreichen, um die Flügel zu regenerieren? Rico, guck mal, Futter, Futter! Bitteschön! Der ist mir inzwischen so ans Herz gewachsen, wisst ihr das? Es tut mir leid, aber der Speer muss raus. So. Kommen wir da rüber oder müssen wir nach oben? Leso, ihr ne wie ihr der Ladies, agiert ihr?